Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. Ich dachte mir, ich mache mal wieder so einen ganz oldschool Kaffeeklatsch mit Pünktchentasse und ich drehe den Kaffeeklatsch am Sonntag. Das heißt, wenn ihr das nachher gleich seht, ich habe das heute gedreht, was auch vielleicht die Sonntagshaare und das Sonntagsoutfit erklärt. Was ist das für eine Hand? Nicht dein Ernst. Ich habe vorhin das Bett neu bezogen. Hi. Heute ist Sonntag. Ich hatte eine gefühlt sehr kurze Woche irgendwie. Es ging alles super schnell vorbei. Mein Liebster und ich, wir sind ja am Montag erst hier wieder angekommen. Meine Mama hatte ja am Montag noch Geburtstag und wir haben den Tag so ein bisschen noch in meiner Heimatstadt verbracht. So ein kleines bisschen wie Urlaub. Bisschen zumindest. Haben wir auch noch so ein paar Sachen vorbereitet für sie, um so einen schönen Tag zu machen. Waren nach ihrer Arbeit dann zusammen mit meiner ganzen Familie essen und danach sind wir nach Hause gefahren, weshalb wir sehr, sehr, sehr spät zu Hause waren. Und auch deswegen, glaube ich, fühlte sich die Woche so ein bisschen kurz an. Trotzdem war aber die Vorstellung auch nicht so geil, als ich in meinen Kalender geguckt habe und gesehen habe, ich sitze eigentlich die ganze Woche jetzt am Schreibtisch und arbeite. Da habe ich auch gedacht, so geil, so die ganze Woche alleine mit meinen zwei Katzen. Wenn ich jetzt nicht zufällig verlobt wäre, würde man denken, wow, klassische Crazy Cat Lady. Und ja, ihr wisst, ich liebe meinen Job, ich arbeite gerne, das ist alles okay, aber trotzdem habe ich gedacht, so wow, das wird irgendwie eine einsame Woche. Deswegen war ich super froh, dass Lena noch vorbeigekommen ist. Das war überhaupt nicht abgesprochen, das war super spontan und es war sehr, sehr gut. Es hat mir so gut getan, einfach einen Kaffee mit ihr zu trinken und ein bisschen zu schnattern und mal nichts zu tun zu haben. Und trotzdem haben wir am Ende noch einen Livestream gedreht, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt gerne mal vorbei. Wir haben so viel Spaß gehabt, wahrscheinlich auch, weil ich einfach so erleichtert war, endlich wieder jemand anders zu sehen, als die Katzen und Freund Fritz. Es war so, oh mein Gott, ein menschliches Wesen. Okay, das klingt jetzt wirklich so ein bisschen, als wenn Freund Fritz kein menschliches Wesen ist. Wobei, man weiß es nicht. Und gestern waren Freund Fritz und ich den ganzen Tag unterwegs, was super schön war. Er musste zum Friseur und wir waren bei einem Herrenausstatter, um einen Anzug für die Hochzeit zu besorgen. Ja, wir kümmern uns jetzt erst um einen Anzug für die Hochzeit. Es wird alles wie immer sehr knapp bei uns, aber irgendwie sind wir so tiefenentspannt und ich glaube, das ist einerseits gut, weil wir sind nicht gestresst, aber andererseits denke ich zwischendurch auch, wir sollten vielleicht mehr gestresst sein, damit wir Sachen schneller fertig machen und nicht immer so auf den letzten Drücker und überall hören, oh, das wird jetzt aber knapp zu dem Termin. Aber ganz egal, wir haben super, super schöne Sachen gefunden. Ich bin ganz froh, dass Freund Fritz sich einen Anzug schneidern lässt. Das ist eine Sache, die kann vielleicht der ein oder andere nicht von euch verstehen, aber er hat während des Studiums immer wieder gesagt, oh, wenn ich mein erstes Gehalt bekomme, gehe ich los und lasse mir einen Anzug schneidern. Ja, und die Leute, die mich schon ein bisschen länger gucken, wissen, was kommt. Er hat sich von dem Geld keinen Anzug schneidern lassen, sondern wir hatten zu der Zeit grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel Geld. Wir hatten so ein bisschen was gespart und es war sozusagen sein erster Job und es war so, oh Gott sei Dank. Und ich habe zu der Zeit schon YouTube gemacht und war super unglücklich, weil ich so einen ganz, ganz alten Laptop hatte und das Videoschneiden ging darauf nicht und es hat ewig gedauert und ich habe dazu nicht so viel gesagt, aber er hat trotzdem gemerkt, dass ich damit so unglücklich bin, weil es mir so einen Spaß gemacht hat, diese Videos zu schneiden. Und dann ist er los und hat von seinem allerersten Gehalt mir einen Laptop gekauft. Einen neuen, schicken, tollen Laptop, mit dem alles viel einfacher war und hat verzichtet auf seinen ersten Anzug. Ja, und das hat mir so viel bedeutet, gar nicht wegen des blöden Laptops, sondern einfach dieser Akt des, ich schiebe das, was ich gerade möchte, ein bisschen nach hinten, weil ich weiß, dass dir das so wahnsinnig viel Freude macht. Und ich bin so froh, dass wir jetzt endlich an dem Punkt sind, dass wir sagen können, so, und jetzt lässt du dir so einen richtig schönen Anzug schneidern, den du auch nach der Hochzeit noch anziehen kannst und der dich einfach glücklich macht. Und ja, das war gestern irgendwie sehr schön. Ja, und heute bin ich sehr entspannt. Wir haben so ein bisschen ausgeschlafen und haben es in Ruhe fertig gemacht und Frühstück gegessen und so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Und ich dachte, jetzt setze ich mich hin und drehe den Kaffeeklatsch für euch und wir schnattern so ein bisschen. Ich habe nämlich so einen klitzekleinen Anschlag auf euch vor, weil ich glaube, dass wir gemeinsam mal wieder was ziemlich Cooles machen könnten, wenn ihr Lust dazu habt. Und zwar habe ich eine Mail bekommen von Anna. Anna ist 26, sie arbeitet als Kosmetikerin, wenn ich das richtig verstanden habe, und hat eigentlich so gut wie keinen Kontakt, beziehungsweise sehr, sehr wenig Kontakt zu ihren Eltern. Und sie hat einen 5-jährigen Sohn. Zu dem Vater von meinem Kind besteht kein Kontakt, weil er sich einfach nicht dafür interessiert. Als ich schwanger geworden bin, war unsere Beziehung noch am Anfang und die Nachricht war eben echt ein Schock. So eine Situation kann natürlich sehr schwierig sein, wenn man so 20, 21 ist, ganz, ganz frisch in der Beziehung und feststellt, wow, ich bin schwanger und beruflich stehe ich auch noch nicht sicher auf zwei Füßen. Der Vater des Kindes hat sich also relativ schnell verabschiedet und es gab auch in ihrem Umfeld tatsächlich einige Stimmen, die gesagt haben, bist du sicher, dass du dieses Kind bekommen willst? Willst du nicht lieber abtreiben? Das war einfach keine Option für mich. Mein Sohn kann ja nichts dafür und irgendwie schafft man das schon. Ja, dieser Satz, irgendwie schafft man das schon. In ihrem Freundeskreis gab es zu der Zeit niemanden, der in einer ähnlichen Situation gesteckt hat oder der schon Kinder hatte oder es irgendwie nachvollziehen konnte. Deswegen gab es auch im Freundeskreis so ein bisschen Momente, wo sich Leute abgewendet haben, weil sie vielleicht auch das nicht verstanden haben oder
in ihrem Leben einfach in einem ganz anderen Punkt steckten und Party machen wollten und sich ausleben wollten und jung sein wollten und eben Schwierigkeiten hatten, mit jemandem umzugehen, der nun alles in seinem Leben irgendwie neu sortieren muss. Inzwischen meistert sie die ganze Sache sehr tapfer und sehr mutig, wie ich finde, ganz gut alleine. Ihr Sohn ist inzwischen 5, ich glaube, das habe ich schon gesagt, und sie macht das fast ohne Unterstützung. Ab und zu gibt es mal so eine kleine Unterstützung der Mutter, dass sie mal das Kind abholt vom Kindergarten, aber im Grunde ist das Verhältnis so schwierig, dass auch das eher sehr selten ist. Das heißt, sie ist wirklich tatsächlich allein auf weiter Flur. Ich liebe mein Kind, aber es ist verdammt beschissen, alles allein meistern zu müssen. Man muss eine Familie für das Kind sein. Mutter, Vater, Oma, Opa, Tante, Onkel, alles in einer Person. Obwohl die Situation natürlich überhaupt nicht einfach war, hat sie ihre Ausbildung beendet. Sie ist Kosmetikerin, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Und hat auch trotz der Situation, die immer noch nicht ganz einfach ist, Ambitionen. Sie hat Bock, sich weiterzubilden, sie hat Bock, einen Kosmetikmeister zu machen. Sie weiß noch nicht so genau, wie sie das umsetzen soll, denn in der Firma, in der sie gerade arbeitet, werden ihr, so wie ich das verstanden habe, einfach lauter Steine in den Weg gelegt und es ist wirklich nicht so einfach. Sie möchte einfach ihrem Kind mehr bieten können, als sie es aktuell kann. Sie hat geschrieben, dass sie noch niemals mit ihrem Kleinen im Urlaub war. Was natürlich für einige so, ja, Herrgott, was ist das schon? Aber gerade, glaube ich, als Mama, wenn man sein Kind anguckt, dann wünscht man sich natürlich, dass man dem Kind irgendwie Sommerurlaub an der Ostsee finanzieren kann oder irgendwie in den Freizeitpark zu fahren oder irgendwas dergleichen. Und das ist halt einfach überhaupt nicht möglich finanziell. Und sie hat in ihrer Mail geschrieben, und ich verstehe auch das Gefühl, was sie da formuliert, dass sie sich einfach alleingelassen fühlt irgendwie und dass sie das Gefühl hat, dass es in dieser Gesellschaft, in der wir leben, gar nicht so einfach ist, als Alleinerziehende irgendwie Fuß zu fassen. Und zum Schluss hat sie nach meinem Rat gefragt. Und ich blieb mit so einem Gefühl zurück von totaler Bewunderung für diese junge Frau, die das alles so meistert und durchzieht und Ambitionen hat und Träume hat und weiter kämpft und sich nicht hängen lässt, was ich super bewundernswert finde. Und dem Gefühl von, scheiße, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie soll ich helfen, denn ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Ich habe eine liebe Freundin, die alleinerziehend mit Zwillingen ist und der ich eine ganze Weile immer auch wieder ausgeholfen habe. Wir haben sehr, sehr viel zusammen gemacht und ich kann vielleicht daher so ein bisschen nachvollziehen, was es bedeutet, aber natürlich überhaupt nicht in dem Ausmaß, in dem du es erlebst. Was ich gesehen habe, ist, dass es einfach zusammengefasst sehr, sehr, sehr hart ist, wenn man keinen Partner hatte, der auch mal übernehmen kann. Wenn man dann zusätzlich auch nicht mal irgendwie Unterstützung von außen hat, aus dem Umfeld, das ist super, super schwierig und das hinterlässt natürlich auch seine Spuren an einem. Viele Alleinerziehende fühlen sich manchmal oder sehr regelmäßig überfordert. Sehr, sehr viele haben mit Existenzängsten zu tun, verständlicherweise, wenn man der Einzige ist, der sozusagen das Geld ranholt, kriegt man Panik, weil man denkt, okay, was passiert dann, wenn ich das Geld nicht mehr habe? Und es geht eben nicht nur um mich. Ich kann dann nicht sagen, okay, ich esse dann irgendwie einen Monat lang Brot mit Marmelade, sondern ich habe ein Kind zu versorgen, dem ich natürlich auch das Beste bieten will, was mir irgendwie möglich ist. Das ist, glaube ich, so ein Strudel, in den man reinkommt, dass man immer wieder denkt, ich kann nicht, wie soll ich das machen? Ich habe keine Kraft, aber andererseits will ich so viel für mein Kind tun. Ich habe gelesen, dass statistisch gesehen angeblich Alleinerziehende, die sehr jung Eltern werden, eine schlechtere Ausbildung haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das würde natürlich dann bedeuten, dass sie auch weniger Verdienst haben, was in der Situation natürlich katastrophal ist, wenn man weniger verdient als jemand, der einen Partner hat und der nicht alleinerziehend ist, aber trotzdem alleine die Kosten trägt für sich und das Kind. Wie gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich wollte es mal in den Raum werfen, vielleicht auch, um mal Feedback zu bekommen, weil ich gerne verstehen will, ob das stimmt oder nicht. Also wenn ihr dazu eine Meinung habt oder eine Erfahrung, schreibt mir das gerne mal. Wenn man alleinerziehend ist, könnte ich mir vorstellen, dass es auch schwieriger ist, ein soziales Umfeld sich aufzubauen, je nachdem, wie klein das Kind noch ist. Einfach, weil man natürlich Freundschaften pflegen muss. Und es ist gar nicht so einfach, sich mit Freunden abends zu treffen, wenn man immer jemanden braucht, der babysitten kommt, den man auch bezahlen muss fürs Babysitten. Ich glaube, dass viele dann vielleicht auch sich zurückziehen, weil sie eben sagen, es geht eben nicht. Ich kann mich nicht mit Freunden ständig treffen und die sehen und Freundschaften pflegen. Ich muss mich um mein Kind kümmern, was ja auch völlig verständlich ist. Aber ich glaube, das macht auf Dauer auch so ein bisschen einsam. Natürlich geht das nicht allen Alleinerziehenden so. Ich kenne auch Leute, die alleinerziehend sind, die zufrieden damit sind, die das ganz gut im Griff haben. Meine Freundin mit den Zwillingen hat es auch gut im Griff. Da merkt man nur eben ab und zu, dass es Momente gibt, wo es schöner wäre, wenn da jemand wäre, der ja auch mal Sachen abnehmen könnte. Aber ich weiß, dass nicht immer alleinerziehend gleichbedeutend ist mit sozialem Abstieg und Stress und Depression und sich scheiße fühlen und so weiter. Aber es kann eben so sein. Und nach dem, was mir Anna geschrieben hat, glaube ich, dass es ihr momentan gar nicht gut geht. Ich glaube, gerade dieses sich allein fühlen ist besonders scheiße, weil man denkt, alle anderen um einen rum haben das Problem nicht, denen geht's gut, die haben Partner, die haben so ein perfektes Leben und man selber sitzt da und denkt, wow, ich habe es nicht mal geschafft, meine Haare zu waschen, weil ich einfach keine Zeit heute hatte. Vielleicht hilft es dir so ein bisschen auch mal,
eine Zahl zu hören. Es gibt in Deutschland 2,2 Millionen Kinder, die nur einen Elternteil haben. Und wenn das so ist, dann ist es doch auch wahrscheinlich, dass es in deinem Umfeld alleinerziehende Menschen gibt, die ähnliche Ängste und Gefühle haben, die ähnliche Situationen meistern müssen und die dich wahrscheinlich sehr, sehr viel besser verstehen werden, als ich jetzt zum Beispiel, weil sie die Situation kennen. Jemanden zu finden, der in einer ähnlichen Situation steckt, kann, glaube ich, sehr, sehr, sehr beruhigend und hilfreich sein, einfach um sich mal auszutauschen, um mal zu sagen, ja, heute war wieder so ein Tag, das war alles scheiße, ich liebe mein Kind, aber ich bin halt fast wahnsinnig geworden. Oder auch mal zu sagen, du, ich wohne in deiner Gegend, wenn du heute Abend weggehen willst, nehme ich dein Kind und du machst das nächste Woche für mich. Und ich glaube, in Zeiten des Internets gibt es bestimmt Möglichkeiten, um sich ein bisschen zu vernetzen. Ich bin ziemlich sicher, dass es Facebook-Gruppen gibt, die man finden kann oder auch die man gründen kann selber, weil man merkt, okay, in meiner Region gibt es sowas nicht, wo man sagen kann, okay, Alleinerziehende in Hamburg, Alleinerziehende in München, Alleinerziehende in Berlin oder Alleinerziehende am Bodensee, im Schwarzwald, wie auch immer, dass man sich zumindest regionsweise so ein bisschen zusammentut. Es passiert einem, glaube ich, sehr schnell, sich in der Situation hinzusetzen und sagen, so, schön, ich stecke jetzt in der Situation und alles ist scheiße. Vielleicht ist es aber hilfreich, einfach mal zu gucken, gibt es andere, denen es so geht? Und kann man sich zusammentun und kann man sich gegenseitig unterstützen? Und da kann so viel mehr entstehen, als einfach nur, ich nehme mal dein Kind und du mal mein Kind. Da entstehen Freundschaften zwischen den Kindern, Freundschaften zwischen den Erwachsenen. Ich höre das so oft, dass wenn man Kinder bekommt, dass man auch so viele neue Leute kennenlernt, einfach weil sich so Mami- und Papi-Freundschaften bilden und man auch da einfach anfängt, sich so ein Netzwerk aufzubauen, so ein Sicherheitsnetz, dass man merkt, scheiße, ich habe die Grippe, ich brauche heute einfach mal so 3 Stunden für mich und muss mal schlafen, dass man einfach weiß, wen man in so einer Situation anrufen kann, um zu sagen, boah, kannst du bitte einfach mein Kind abholen, ich brauche meinen Schlaf, weil man eben auch weiß, ich mache das für andere, dass es so ein Geben und Nehmen wird und dass man sich einfach unterstützt fühlt an der Stelle. Wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man tatsächlich auch Beratungsstellen, Stiftungen, die einem helfen können, rauszukriegen, ob man vielleicht hier und da eine Förderung kriegt, dass man irgendwie vielleicht ein bisschen Geld bekommt, um mal einen Babysitter zu bezahlen, um mal Luft zu holen oder die einem einfach auch helfen, rauszukriegen, was für Unterstützung einem zusteht, was kann man tun und so weiter. Denn ich merke das immer wieder, dass wenn man in so einer Situation steckt und sich so allein fühlt, dass es so schwer ist, dann den Hintern hochzukriegen und selbst zu recherchieren. Und von daher ist es wirklich super angenehm, in so eine Beratungsstelle zu gehen und einfach mal professionelle Hilfe zu bekommen und Beratung und Unterstützung an der Stelle. Das heißt, wenn du sowas noch nicht gefunden hast, ich packe dir das dazu mal in die Infobox, lauter Links, die ich gefunden habe, die vielleicht hilfreich sein können. Natürlich gibt es in der Situation den Vater und ich glaube, das ist so der schwierigste Teil, um darüber zu sprechen, weil ich auch da weiß, dass die Meinungen komplett auseinandergehen darüber, ob ein Vater zahlen muss oder nicht. Gesetzlich ist er dazu verpflichtet, also auch wenn er vielleicht gesagt hat, er will das Kind nicht bekommen und du hast dich dafür entschieden. Ich will da jetzt echt nicht in Wespennest pieken, aber meiner Meinung nach ist man selber dafür verantwortlich, wie gut oder schlecht man verhütet. Wenn man als Mann sagt, ich möchte keine Kinder bekommen gerade, dann sollte man dafür sorgen, dass gut verhütet ist. Und wenn was schief geht, muss man einfach, finde ich persönlich, Verantwortung übernehmen. Und egal, welche Meinung man hat und wie man da jetzt diskutiert, gesetzlich ist er dazu verpflichtet, Unterhalt zu zahlen. Das heißt, wenn er das nicht tut, Liebes, informier dich mal, wie du ihn dazu bringen kannst. Es gibt diese Düsseldorfer Tabelle, soweit ich es richtig verstanden habe, nach der du mal gucken kannst, was er euch eigentlich im Monat zahlen müsste. Und dann gibt es wahrscheinlich auch die Möglichkeit, bei diesen Beratungsstellen auch mal Hilfe sich zu holen und zu sagen, okay, der Vater zahlt nicht, was kann ich überhaupt tun? Ich wüsste da spontan auch nicht so genau, wie man da vorgeht, aber es gibt definitiv Mittel und Wege, denn wenn er gesetzlich verpflichtet ist, muss es auch gesetzliche Wege geben, um ihn dazu zu bringen, sollte er das nicht tun. Sollte er das tun, ignoriere, was ich gesagt habe. Ha, schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das super, super emotional belegt ist, auch das Thema, und dass es gar nicht so einfach ist, da rationaler zu denken. Aber an der Stelle, glaube ich, musst du ein bisschen egoistisch sein und sagen, okay, ich habe hier ein Kind zu versorgen, ich möchte das Beste für mein Kind, also gehe ich diese Wege, auch wenn sie unangenehm sind. Was euren Urlaub angeht, habe ich gefunden, dass es Familienferienstätten gibt. Die werden so von Wohlfahrtsverbänden betrieben. Auch dafür packe ich dir gerne mal den Link in die Infobox, wenn du mal gucken willst, ob das in eurer Nähe ist, ob das in Frage kommt und so weiter. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, mal zu zweit Urlaub zu machen und mal abzuschalten und runterzukommen. Denn ich kann mir vorstellen, dass das so eine der Sachen ist, die einen auch wieder so ein bisschen aufladen lässt. Denn wenn dein Kind jetzt 5 Jahre alt ist und du hast nicht einmal richtig Pause gehabt, nicht einmal Urlaub gehabt, nicht einmal Luft holen können, ist es ziemlich verständlich, dass du am Ende bist und dass der Akku auch mal leer ist. Und das macht dich nicht zu einer schlechten Mama, Liebes. Das ist normal. Jeder Mensch hat ein gewisses Kontingent an Kraft und an Energie. Und irgendwann ist das alle, egal ob man Mama ist oder nicht. Und egal, ob das jetzt gerade passt oder nicht. Aber es ist wichtig, dass du die Möglichkeit hast, so ein bisschen mal
durchzuatmen und auch mal für dich zu sein und eben nicht gerade zu arbeiten, den Haushalt zu machen oder dich um das Kind zu kümmern. Vielleicht einfach mal die Zeit für sich selbst zu haben, sei es sowas Banales wie in die Badewanne zu gehen oder Zeit zu haben, sich die Fingernägel zu lackieren, weil man es gerade schön findet. Gerade wenn du Kosmetikerin bist, hast du wahrscheinlich auch Bock, mal so ein bisschen Zeit zu haben, eine Maske aufzutragen und sich was Gutes zu tun oder vielleicht auch einfach mal zum Friseur zu gehen, dass man sich einfach wieder so ein bisschen wie man selbst fühlt. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Vielleicht gibt es einige von euch, die sagen, boah, also Fingernägel lackieren, soll sich lieber um ihr Kind kümmern. Aber ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass man natürlich Mama ist und alles gibt und für sein Kind da ist. Aber dass man genauso auch immer mal wieder so kleine Inseln für sich hat, wo man das tun kann, worauf man gerade Lust hat. Und das kann sein, sich um sich selbst zu kümmern und Fingernägel und was weiß ich. Es kann aber auch einfach sein, sich mal hinzusetzen und ein Buch zu lesen oder einfach blöd in die Gegend zu starren oder eine Serie zu gucken, die eben nicht kunterbunt und Kinderserie ist, sondern die vielleicht ein bisschen was Ernsteres ist, worauf man eben Lust hat. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich kann verstehen, dass du das so brauchst gerade. Ich habe mit Anna abgesprochen, dass ich sagen darf, wo sie lebt, weil ich, ihr ahnt es schon, gerne unsere Community aktivieren möchte. Ihr wisst, ich mache das sehr selten, aber in dem Fall würde ich wahnsinnig gern helfen, weil Anna einfach wirklich klingt wie jemand, der sehr, sehr hart dafür kämpft, auf den grünen Zweig zu kommen. Und es ist einfach für sie momentan so schwierig, gerade weil sie keine Unterstützung hat von Freunden und Familie. Sie ist wirklich allein auf weiter Flur und ich würde gerne so ein bisschen unsere Community nutzen, die einfach so ist, wie sie ist, so liebevoll und hilfsbereit. Und vielleicht können wir was tun. Anna wohnt in Schwarzenberg im Erzgebirge und vielleicht gibt es jemanden von euch, der sagt, boah, ich wohne da in der Nähe, ich habe Zeit und ich könnte gerne mal irgendwie nächstes Wochenende babysitten kommen. Oder vielleicht guckt euch jemand zu, der auch alleinerziehend ist und aus der Gegend kommt und sagt, ich habe total Bock, mich zu vernetzen, ich bin in einer ähnlichen Situation, lass uns bitte irgendwie reden und uns gegenseitig unterstützen. Oder es kommt jemand aus einer ganz anderen Gegend und sagt, boah, ich habe so ein kleines Ferienhaus oder eine Ferienwohnung, die ich zur Verfügung stellen würde, einfach, damit die beiden mal so ein bisschen Luft holen können. Vielleicht haben wir sogar richtig Glück und finden jemanden, der eine Kosmetikerin sucht und der bereit ist, jemanden einzustellen, der super hart arbeitet, der sehr diszipliniert ist, aber der eben einfach ein Kind zu Hause hat. Anna hat auch ganz klar geschrieben, sie hängt nicht an ihrer Gegend. Sie würde auch umziehen, wenn der richtige Job kommen würde. Vor allem ein Job, der vielleicht sogar die Möglichkeit bietet, eine Weiterbildung zu machen zum Kosmetikmeister oder was weiß ich. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Also wenn ihr irgendwas in die Richtung tun könnt oder wollt, schreibt mir sehr, sehr gern an diese E-Mail-Adresse und dann leite ich das alles weiter an sie und ich glaube, das wird wahnsinnig helfen. Und wenn ihr keine Möglichkeit zu helfen, ist das überhaupt nicht schlimm, fühlt euch nicht schlecht, aber vielleicht hilft es so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, wie schwierig es ist, für Alleinerziehende in unserer Gesellschaft zu überleben und klarzukommen und trotzdem ein gutes Elternteil zu sein. Und vielleicht kennt ihr sogar jemanden, der in eurem Umkreis alleinerziehend ist. Vielleicht habt ihr Lust, einfach mal anzubieten, das Kind zu übernehmen für 2-3 Stunden, damit derjenige mal Luft holen kann. Sowas angeboten zu bekommen, ist, glaube ich, schon so eine totale Erleichterung, weil man merkt, da sind Leute, die mir helfen, ich bin nicht allein. Wenn ihr jemanden kennt, bietet sowas einfach mal an. Lasst uns ein bisschen zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen, denn wir wissen nie, ob wir nicht selber mal in so eine Situation kommen und dann wahnsinnig dankbar dafür sind, dass jemand hilft. Und dabei ist es ganz egal, wie alt man ist. Ob man gerade 14 ist oder ob man 38 ist, man kann immer so ein bisschen helfen. Sei es mit, hey, lass mich babysitten oder ich habe dir einen Kuchen gebacken, vielleicht hast du Lust einfach auf ein Stück Kuchen. Einfach so ein bisschen Nähe und Wärme zu erzeugen. Ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist, weil man so eine Schwelle überschreiten muss, aber glaubt mir, anderen Leuten zu helfen, macht so glücklich. Es gibt einem selber so ein gutes Gefühl und man gibt dieses Gefühl noch weiter und ja, genug Hippie, ihr wisst, was ich sagen wollte. Also wenn ihr irgendwas dergleichen tun wollt, tut es. Wenn ihr einen Tipp habt für mich oder für Anna, schreibt mir sehr, sehr gern. Ja, ansonsten wünsche ich dir, Anna, natürlich alles Gute. Du machst das toll. Ich bin so beeindruckt von dir. Ich bin sicher, dass du deinen Weg gehen wirst. Und vielleicht haben wir Glück und finden jemanden, der dich dabei unterstützen mag. Und an alle anderen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Passt auf euch auf und wir sehen uns am Dienstag, wenn ihr mögt. Bis dann.